guck mal, wie, wie wir den abziehen. Wow! Wow! Leute, der ist ja voll schnell. Wow! Wow! Oh! Hey Leute, Crybex hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Wir sind hier gerade bei unserer wunderschönen Luxusvilla, Leute. Und heute habe ich mal wieder einiges geplant. In der letzten Folge haben wir richtig viel Geld gemacht, Leute, mit unserer eigenen Privatbank, Leute. Ey, wir sind so super reich. Und deswegen würde ich sagen, heute werden wir mal wieder richtig viel Geld ausgeben. Wir fahren hier mit unserem wunderschönen Lamborghini Urus. Woohoo! Erstmal Top Speed hier durch die Stadt. Und zwar habe ich schon einen Termin bei meinem besten Freund Stani nämlich gemacht, bei Stani Performance. Und da werden wir uns erstmal richtig krasse, fette neue Autos kaufen. Leute, erstmal hier schön aussteigen. Ey, Stani, Junge, was machst du denn für Krachmax, Alter? Wow. Ja, Bro, mein Urus, Junge. Wow. Ey, Stani, wie läuft's bei dir so? Läuft gut hier dein Auto aus, hä? Ja, ich will mal kurz gucken hier. Ah, okay. Hä, was guckst du hier? Nee, alles gut. Ja, findest du den Urus nicht krass oder was? Ja, wir können ja mal ein Rennen fahren, wenn du dich traust. Aber, nein, lassen wir es lieber. Hä, der Urus ist übelst krass, hä? Ja, ich glaube, dass die Karre dich hier auf jeden Fall abziehen würde. Aber, der hier? Ja, ich sag mal so, du willst ja bestimmt nicht um 10 Netherite-Barren fahren, oder? Bro, hä? Easy würde ich dich abziehen. Das ist ein Lamborghini Urus. Was quatschst du da? Komm, dann fahr das Ding runter. Wir fahren Rennen. Easy, kein Junge, Ding für mich. Du willst wirklich Rennen fahren, ja, ich wollte jetzt hier eigentlich gerade ein Auto bei dir kaufen, aber wenn du mich so rausforderst, dann fahren wir halt ein Rennen. Ich brauche auch gleich deine Hilfe, aber lass uns erstmal das Rennen fahren. Ey, Leute, Stani denkt, dass das Ding hier ein Lambo abzieht. Leute, seid mal ehrlich, schreibt mal in die Kommentare. Ja, was denn? Bro, aber ich fahre nur um 10 Netherite-Barren. Ja, okay, 10 Netherite-Barren, kein Problem, kann ich aus meiner Bank holen. Easy, komm. Wo ist die Rennstrecke? Was hast du da gerade gemacht? Hast du da gerade ein illegales Tuning gemacht oder was? Was? Hä, Max? Was hast du da gerade an deinem Motor gemacht? Bro, ich habe an meinem Motor gar nichts gemacht. Ich habe da kurz was getestet, Okay, komm. Wo fahren wir hin? Wo willst du hinfahren? Ja, ich zeig dir das. Wir fahren jetzt von hier, warte mal. Ja. Komm mal mit, du musst mitkommen. Wir fahren nämlich einmal durch die Stadt. Da müssen wir auch aufpassen, dass die Polizei uns nichts kriegt. Boah, was? So ein illegales Rennen willst du machen? Ja, das könnte richtig gefährlich sein. Warte mal, ich muss das Auto hier einsammeln. Na gut. Ja, ich habe keinen Schraubenschlüssel. Dann sammel mein Auto auch mal bitte mit ein. Ey Leute, ich wollte jetzt hier eigentlich gerade nur ein Auto kaufen und jetzt fahren wir hier ein illegales Rennen durch die Stadt. Ey, ich hoffe, die Polizei erwischt uns nicht. Also auf jeden Fall, wir müssen hier richtig gut aufpassen. Ja, gut, Stani. Ja, Max, gut, du bist jetzt bereit, ne? So. Ja, was soll ich mit den Kameras? Warum die Kameras nur für dich, Bro. Alles gut. Komm mal ruhig mit. Ja, so, gut. In die Richtung, in die Richtung. Ja, okay. Leute, gut, dann fahren wir jetzt halt noch ein spontanes Rennen. Kein Ding für mich. Guck mal, wie langsam der ist. Wir ziehen ja jetzt schon. Wow, dein Auto ist ja so schnell, Mann. Bro, ich zock dich ja richtig ab. Ja, sag, wo willst du hinfahren? Track Race oder was? Hier drehen, Bro, hier drehen. Aha, okay, wir fahren Track Race. Und dann einmal zu Amirs Freizeitpark. Wo ist denn das, Amirs Freizeitpark? Guck mal, Max, ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Du kannst einfach geradeaus, Bro. Einfach nur geradeaus ballern, okay? Ja, guck mal, Max, ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Ey, Leute, er denkt wirklich, dass er uns abzieht. Hat ja 1000 PS. Ja, und? Das ist übertuned. Die Reifen drehen durch. Junge, das ist von Stani Performance. Ich sag komm. Ich werde dir zeigen, wer der beste Tuner hier ist. Okay, komm. Fahr los, Max. 3, 2, 1, let's go! Guck mal, wie wir den abziehen. Wow! Leute, der ist ja voll schnell! Oh mein Gott, Leute, wir hatten voll den krassen Unfall gehabt! Mir tut richtig alles weh hier, ey. Max, komm schnell mit, Mann, wir müssen hier weg, Junge. Alter, bevor das jemand sieht. Ich hab mein Lambo vollgeschrottet, mein schöner Urus. Alter, Junge, dein Urus ging ja richtig ab, aber ich sag dir, ich hab gar nicht gesehen, wer erster war. Ja, das habe ich jetzt irgendwie gerade auch nicht so gesehen. Aber egal, Hauptsache uns beiden geht's gut, Stani. Wir sollten keine Rennen mehr fahren. Sag ich dir ehrlich. Ja, vollkommen geisteskrank, wie du da lang gefahren bist, hab ich ja noch nie gesehen. Ey, wir haben hier voll die Stadt unsicher gemacht. Ey, Leute, wir haben hier wirklich alles gegeben. Na gut, ey, aber Stani, spontanes Rennen war lustig. Ich bin aber eigentlich hier, um Auto gerade zu kaufen. Du hast jetzt einfach kein Auto mehr. Du hast kein Auto. Alles gut, Stani, ich hab noch mein Bentley, kein Stress. Ey, ja, aber das Ding ist... Warum ziehst du jetzt Bauarbeiterklamotten an? Bro, das sind meine Arbeiterklamotten hier für den Laden, weißt du? Wenn ich ich brauch jetzt ein neues Auto. Ich will ein neues Auto kaufen bei dir, so. Ja. Was hast du denn hier? Was ist denn das? Ein Nissan? Nissan. BMW, die sind ja irgendwie gar nicht so krass, deine Autos hier.
Hast du nicht sowas Lambo-Rambo-mäßiges? Guck mal, da ist noch ein Porsche. Dann nehme ich den Porsche Cayenne hier. Nein, das ist mein Dienstwagen. Bro, Max, das Problem ist, es war hier gerade ein Multimillionär-Investor, der hat alle Autos weggekauft, Bro. Wie, hast du kein Auto mehr auf Lager? Ja, nee, ich muss die jetzt alle ausliefern. Ich habe keine Autos mehr. Und das Problem ist, ich habe die ganzen Autos verkauft, musste damit meine Schulden zahlen. Und jetzt kann ich nicht die nächste Miete bezahlen, Mann. Ach, Bro, und das Ding Heilige. Ist, ich finde keine Autos, Mann. Alter, was? Es gibt keine Autos mehr. Das heißt, wenn du nicht bald neue Autos bekommst zum Verkaufen, geht dein Laden bankrott oder was? Ja, Mann. Ach, du Heilige. Ja, Mann. Oh, Mann, ey, Leute, seht ihr das, wie traurig Stani ist? Ja, Mann, Leute, ey, Stani tut mir richtig leid, weil das Ding ist, wenn du als Autohändler natürlich irgendwann keine Autos mehr verkaufst, dann bist du halt irgendwann arm und pleite. Ey, können wir vielleicht Stani irgendwie helfen, Leute? Können wir dem vielleicht irgendwie neue Autos beschaffen? Ich überleg gerade. Das Ding ist, Leute, warte mal, denkt ihr gerade das Gleiche, was ich auch denke? Ich hatte doch gerade einen Unfall, Freunde. Und das Auto ist jetzt verschrottet. Und hier in der Stadt haben doch ständig die anderen YouTuber Unfälle. Und die Schrottautos bleiben immer überall liegen. Vielleicht können wir die Schrottautos nehmen, reparieren und Stani vorbeibringen als neue Autos. Leute, erstens, wir würden Geld verdienen und zweitens würden wir Stanis Laden retten. Ey, das wäre richtig schlau. Ey, du Stani, ich habe eine Idee, wie ich deinen Laden retten kann. Max, ich glaube, ich kann mal nichts mehr machen. Bro, okay. Was hast du für eine Idee? Sag mal. Lass dich überraschen. Ich werde dir Autos heute vorbeibringen, aber ich brauche ein Auto, was du mir leihen kannst. Kann ich mir den Cadillac hier ausleihen? Ja, nimm den. Okay. Nee, nimm den Porsche am besten. Nimm den Porsche. Dann nehme ich den Porsche. Das ist mein letztes Auto, was mir geblieben okay. ist. Ja, ich brauche unbedingt, ey, super. Du hast nur 24 Stunden Zeit, Max, dass nur ich die ersten Stunden. Autos verkaufe. Okay. Wenn ich dann keine Autos verkaufe, wird Stani Performance nicht mehr existieren. Oh mein Gott, du Armer. Okay, alles klar, ich werde mich beeilen, Stani. Gut, ey, Leute, ihr habt's gehört. Stanis Laden geht fast pleite, Leute. Der braucht unbedingt neue Autos. Und deswegen werden wir jetzt hier gleich mal in der Stadt schauen, ob hier irgendwo noch zerstörte Autos von den anderen YouTubern rumliegen. Aber davor, Leute, werde ich hier erstmal zu so einem Autowerkstattladen fahren, hier in diesem Hangar, Leute. Weil davor brauchen wir natürlich erstmal so ein paar Ersatzteile, Schraubenschlüssel und, Leute. So, da fahren wir mal kurz vorbei, damit wir natürlich erstmal die kaputten Autos dann auch reparieren können. Oh, moin Meister, Schrottplatzhändler hier. Moin, servus, ich bin der Wolfgang, wie kann ich Ihnen helfen? Moin Wolfgang. Du, ich brauche ein paar Teile, um zerstörte Autos zu reparieren. So Schraubenschlüssel, vielleicht so ein Schadensdetektor, Reifen, dies, das, Ananas. Ah, das kann ich dir anbieten. Ich kann dir ein Diagnosegerät anbieten. Ein Diagnosegerät, ja, das nehme ich, ja, aha. Und eine Latzhose. Eine Latzhose ist natürlich auch sehr wichtig. Okay, gib mal alles rüber hier. Ich gebe dir alles rüber, aber du hast auch Geld dabei, oder? Natürlich habe ich Geld dabei. Was kosten die drei Sachen? Die drei Sachen, 2 Stacks Geld. 2 Stacks Geld, Leute, das ist alles, was ich auf der Hand habe. Aber ist egal, wir haben ja eh noch mehr Geld in unserer Bank. Hier, hab's dir rüber getroppt. Danke dir. So. Aha. Raumschlüssel, Diagnosegerät. Oh. Leute, ganz wichtig, man muss natürlich auch eine Latzhose anziehen, um natürlich hier... Ich kann dir auch meine gebrauchten Handschuhe anbieten. Danke schön. Hast du auch noch einen Bauarbeiterhelm oder so? So, Leute, die Arbeiterhandschuhe ziehen wir hier natürlich auch schön an. Und einen Helm kriege ich auch noch. Bob, der Baumeister Crybix ist ready. Wir haben ein Fahrzeugdiagnosegerät, da sehen wir, was alles beschädigt ist und einen Schraubenschlüssel. Du Schrottplatzhändler Wolfgang, hast du auch noch mehr Sachen hier auf Lager, so Reifen und sowas? Ich kann die Teile bestellen, wenn du mir durchgibst, welche Teile du hast. Okay, alles klar, Wolfgang, ich schreibe dir dann einfach in den Chat, ja, wenn ich was brauche. Schreib mir in den Chat und ich bestelle die Teile und dann sind sie bald da. Super, okay, tschüss. Ciao. Okay, Leute, das läuft ja schon mal gut. Das heißt, ich habe natürlich jetzt direkt mal gefragt, ob wir auch Ersatzteile bestellen können, weil ich nehme an, dass die Schrottautos, die wir finden werden, natürlich nicht in bester Verfassung sein werden. Aber da schauen wir uns jetzt hier mal überall auf der Insel um, Freunde. So, zack, erstmal hier hochfahren wieder. Oh, Leute, schaut mal, bei Stani Performance stehen ja gar keine Autos mehr. Ey, der Arme hat nichts mehr zu verkaufen und er muss seine ganzen Securities, Mitarbeiter natürlich auch alle bezahlen können. Okay, dann lasst uns mal umschauen, Freunde. Wir gucken mal irgendwo hier. Waren vielleicht irgendwann mal Unfälle und kaputte Autos liegen hier rum. Lass mal hier überall schön an den Seiten schauen, Freunde. Da hinten hinter den Läden und so weiter. Oh, Leute, guck mal. Da vorne ist was. Was ist denn das, Leute? Was ist das denn da vorne? Oh mein Gott. Guck mal, hier ist ein Autowrack. Das ist ein Audi RS3. Komplett zerstört. Das ist hier wohl auch so eine Unfallstelle, Leute. Okay, der Arme hat wohl hier relativ lang auf seinen, auf den Abschlepper gewartet. Na gut, aber Freunde, wir gucken mal ganz kurz hier mit dem Schadensberichtgerät. Oh, wir sehen schon. Oh mein Gott. Guck mal, hier ein Reifen fehlt. Boah, 2 Fahrzeugsitze fehlen auch noch.
Kofferraumklappe ist noch da. Drei Reifen. Okay, also ordentlicher Schadensbericht. Ist auch was im Kofferraum drin? Im Kofferraum ist nichts. Wir gucken erstmal, ob wir die Heckklappe überhaupt noch, ob die sich noch schließen lässt. Lässt sich noch schließen. Die Türen hier lassen sich auch noch schließen. So, oh mein Gott, der Motor fehlt ja auch. Der Motorblock ist auch zerstört. Um Gottes Willen, Leute. Okay, das Ding ist wirklich ein Frack. Wir gucken mal, ob der Motor noch anspringt, Freunde. Oh, es sieht schlecht aus. Oh mein Gott, der Wagen springt nicht an. Er fährt nicht los. Da, es sieht sehr schlecht aus für das Ding. Es sieht sehr, sehr schlecht aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bestellen. Wir brauchen drei neue Reifen, einen Motorblock und zwei Sitze, wenn ich das hier richtig sehe. Okay. Was können wir da drauf machen? Natürlich Audi R3 Reifen, Bentley Reifen oder G63 Reifen. Sollen wir den direkt mal noch auftunen, den Wagen? Ich meine, wir können natürlich die originalen Audi Reifen drauf machen. Aber ich glaube, auf so einem kleinen Auto, so fette AMG G-Klasse Reifen, Leute, die werden dann wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich richtig krass aus. Okay, und Motorblock. Warte mal, machen wir mal die Motorklappe hier, Motorhaube auf. Da können wir auch ein AMG, ein Urus, da können wir einen Lamborghini Urus Motor reinmachen. Boah, oh mein Gott, da werden wir so ein Urus Motor reinfetzen. Okay, und die Sitze gucken wir uns auch mal an, Leute, was wir da noch machen können. Da können wir auch Urus-Sitze, Mercedes. Also ich glaube, ich weiß genau, wie wir es machen, Leute. Wir machen da Lamborghini-Sportsitze rein, fette G-Klasse-Reifen und einen Urus-Motor. Ich schreibe das mal dem Wolfgang. Okay, Leute, wir schreiben ihm jetzt gerade drei G63-Reifen, einen Urus-Motor, zwei Urus-Sitze. Oh mein Gott, okay. Das Ding ist, dadurch, dass das Auto aktuell nicht fahrtauglich ist, können wir das jetzt natürlich nicht mitnehmen. Das heißt, Leute, wir müssen erst die Ersatzteile... Oh, der schreibt alles klar, Max. Sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Ersatzteile schnell holen, Freunde. Dann werden wir das Fahrzeug reparieren und bei Stani Performance vorbeibringen. Aber davor sollten wir noch kurz mal bei unserer Bank vorbeifahren. Oh, 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 oh. Ich habe gar kein Bargeld mehr einstecken. Was denkt ihr, wie viel Geld wir brauchen? Ich nehme mal so einen Netherite-Block mit. Also damit sollten wir auf jeden Fall genug haben. Und ein bisschen Bargeld packen wir uns auch noch ein. Easy, Freunde. So, weil ein Netherite-Bachen ist ja quasi ein Stack Geld. Und so, das ist nur eine Karte, die man fünfmal benutzen kann. Jetzt die aufgebraucht. Ob die mal, Freunde. Und dann fahren wir jetzt zum Wolfgang, zu dem Schrottplatzhändler und hoffentlich hat er alle Teile bestellt, Leute. Vor allem, Leute, ich bin natürlich auch richtig gespannt, wie viel... Oh mein Gott, der Porsche ist richtig schnell. Ich bin natürlich auch richtig gespannt, wie viel Stani uns später zahlt für das Auto, weil das muss natürlich auch ein Plusgeschäft sein. Wir wollen natürlich Stani helfen, aber das muss sich auch irgendwie lohnen hier für uns. Also wir können jetzt da nicht Minus dran machen. So, Wolfgang, was denn hier bei dir passiert? Ist hier ein Ölfass ausgelaufen oder was? Mein Öl ist ausgelaufen, das muss mir helfen, Max. Ich soll dir helfen? Okay, ja, was kann ich denn tun für dich? Da nimmst du den Eimer und dann machst du das Öl da weg. Okay, so, zack, Öl ist, glaube ich, wieder aufgesammelt. Oh mein Gott, Leute, ich bin vergiftet hier von dem ganzen Öl. So, hier, nimm das Ding. Oh, ich danke dir. Gerne, gerne. Hast du alles bestellt, was ich dir gesagt habe? Ich habe alles bestellt. Was war das? Drop rüber, ich habe nicht viel Zeit. Das Auto aus von meinem Kumpel geht pleite. Das sind die drei Reifen. Aha. Und das sind die zwei Sitze. Okay, okay, Leute, der hat wirklich alles geregelt hier. Okay, nice. Ach, warte mal, hast du noch eine Lackierpistole für mich? Ich muss das Fahrzeug wahrscheinlich noch lackieren. Da sind auch ein paar Lackschäden. Ich kann in meiner Schublade nachschauen. Ja, guck mal in deiner Schublade hinten nach. Genau, ja, ja. Geld spielt keine Rolle. Ich brauche alles. Das ist die Sprühpistole, da musst du aber wieder aufpassen. Die Sprühpistole, Paintgun. Okay, was kosten die Sachen? Oh, das ist teuer. Das waren drei Reife, ja. Zwei Sitze. Hä? 10 Netherite-Bahnen. 10 Netherite-Bachen! Oh mein Gott, mit den zwei Stacks Geld davor sind wir jetzt schon bei 12 Netherite-Bachen, was uns das Auto gekostet hat. Also ich hoffe, das lohnt sich. Aber kein Problem für mich. Für mich ist kein Geld zu viel. Deswegen, weißt du was? Hier, Wolfgang, ich gebe dir sogar noch ein bisschen Trinkgeld mit auf korrekt. Gib dir 13 Netherite-Bachen. So. Oh, ich danke dir. Zack, 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 zack. Hier die Bezahlung. Danke dir. Gerne, gerne. Ich muss weiter. Tschüss. Gut, Leute, wir fahren jetzt wieder zu dem Autofrack und ich hoffe, dass wir das gut reparieren können, Leute. So, hier vorne ist die Unfallstelle, Freunde. Ja, das haben die ganzen anderen YouTuber davon, dass sie nie ihre Autofracks wegräumen, Leute, ja? Ich profitiere halt einfach davon. Erstmal müssen wir hier... Oh Gott, die ganzen Spinnenweben hier. Alter, das Auto ist ja voll verramscht hier. So, und weg damit. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal alles ein. Erstmal, wir hauen jetzt in den Audi R3 einfach mal einen fetten Lamborghini Urus-Motor rein. Oh mein Gott, der ist ja viel zu groß, der Motor. Schließt überhaupt die Motorhaube hier? Und wir machen die einmal zu. Ey, schau mal, das guckt hier einfach raus. Ey, das wird so eine Tuning-Kiste. Oh mein Gott, ich glaube, der wird aber richtig schnell, der Motor. Dann brauchen wir natürlich hier die Gegend. Oh mein Gott! Leute, guck mal, wie krass das aussieht.
Nein, aber warte mal. Ich hatte ja voll einen Denkfehler. Wir hätten ja 4 von den Reifen gebraucht. Jetzt ist da hinten natürlich noch ein Audi-Reifen dran. Guck mal, so sieht der Audi-Reifen aus. Und so sieht der G-Klasse-Reifen aus. Einfach viel größer. Ich glaube, wir müssen beim Wolfgang noch einen holen später. So, zack. Oh mein Gott. Da steht er hier voll drüber. Das sieht ja überkrass aus, das Auto. Richtig Breitbau-Bodykit und sowas. Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen Fail. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich natürlich 4-mal das gleiche Rad brauche. Dann werden wir hier noch einmal die Urus-Sitze einbauen. So, oh, schön. Aber das war auch Lost von mir. Ich brauche ja auch 4-mal die gleichen Sitze. Oh, Leute, niemand will doch ein Auto mit unterschiedlichen Sitzen haben. Okay, aber alles halb so wild. Dann gehen wir jetzt hier noch einmal hin, Freunde. Ich hoffe, der Wagen springt jetzt gleich an. Dann werden wir das Ding noch einmal hier lackieren, würde ich mal sagen. So, hier nicht den Reifen. Wir wollen natürlich hier das ganze Auto lackieren. Okay, Leute, jetzt können wir hier noch die Farbe auswählen. Wie sollen wir den denn machen, Leute? Aktuell ist ja hier so blau. Was würde denn zu dem Wagen passen? Ich finde, wegen den fetten AMG-Reifen mit den roten Bremszetteln sehe ich den irgendwie in Rot, Leute. Da könnte der ziemlich cool aussehen. Und zack, rot lackiert. Oh mein Gott, was für ein Monster, Leute. So, schauen wir mal, ob das Ding anspringt. Oh mein Gott, der springt an. Alter, Leute, der Wagen springt an. Der sieht jetzt natürlich hier noch ein bisschen ungleich mit den Reifen aus. Da müssen wir noch mal kurz bei Wolfgang vorbeifahren. Ey, der ist auch super schnell jetzt mit dem Urus-Motor. Wow. Oh mein Gott. Jetzt werden wir nur noch kurz die Reifen und Sitze wechseln. Und dann fahren wir das Ding mal bei Stani hier vorbei. So, wow, 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 wow. Ey, der ist schon voll übertuned, Leute. Der ist ja schon fast viel zu schnell. Ey, Wolfgang, ich brauche noch mal 2 Urus-Sitze und ein G63 AMG-Reifen. Hier. Oh, das ist kein Problem. Stell keine Fragen. Was hast du denn damit gemacht? Was ist denn das für eine Bastelbude hier? Ja, das sieht noch ein bisschen uncool aus, aber guck mal hier, Geld. Nimm und gib mir die Reifen. Los. Ich bin überzeugt, das ist ein wunderschönes Auto. Das ist kein Fuschauto. Ja, das ist krass, ne? Breitbau und so. Genau. Ja, 2, nee. Doch, 2 Urus-Sitze und ein G63-Rad. Ich geh kurz ins Lager, ich geh los. So, dann können wir hier nämlich schön schon mal alles hier einmal abmontieren, die Sachen, die noch ein bisschen falsch sind, sage ich mal. Genau, das hier sind schon die Urus-Sitze. Nee, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ja, genau, das hier sind die Audi-Sitze. Die müssen ja einmal rausgerissen werden. Okay, hast du alles, Wolfgang? Ich hab alles da. Siehst du, da nimmst du die Teile. Ich kann das auch dran montieren, du. Nee, ich mach das lieber selbst. Aber hier, guck mal, du kannst okay. Die anderen Schrottteile haben. Die brauche ich nicht. So, Leute, optimal. Der Wagen, meiner Meinung nach, sehr, sehr krass getuned jetzt. Ich meine, das ist jetzt einfach ein halber Lambo. Das ist jetzt einfach ein halber Lambo. AMG-Felgen, Lambo-Motor, Lambo-Sitze. Ich fahre das Ding jetzt mal bei Stani Performance vorbei. Ich bin mal gespannt, ob der Interesse dran hat. So, mal gucken, was der dafür zahlt. So, Stani. Max, du bist ja schon hier. Ja, klar. Guck mal, wie findest du den Wagen? Ist das ein Mercedes? Nein, das ist ein Audi RS3. Jo, was ist denn das für ein Motor, Das Bro? Ist mit einem Urus-Motor eingebaut. Ach du Scheiße, guck dir mal die fetten Reifen darauf an. Breitbau, Bodykit. Bro, ich sag dir ehrlich, Max, das ist ja voll das illegale Tuning, was du da gemacht hast. Ja, ich weiß aber, dass dir sowas gefällt. Ey, ich sag dir ehrlich, für das Auto werde ich einen krassen Käufer kriegen. Der wird mir bestimmt 50 Netherite-Bachen zahlen. 50 Netherite. Ich sag mal so, Stani, mich hat das Ding 15 Netherite-Bachen gekostet. Dann gib mir nochmal, gib's mir 30 und du verkaufst den für 50. Haben wir beide ein Plus mitgemacht. Ja, aber kann ich den erst verkaufen und dir das Geld dann geben? Ah, du willst auf Kommission arbeiten, ne? Ja, ich würde ihn direkt hier anbieten und ich denke mal, ich werde ihn schnell loskriegen, Alter. Dann würden wir richtig viel Plus machen. Ja, alles gut. Weißt du was? Ich vertraue dir. Machen wir 50-50 mit dem Gewinn. Oh, ich helfe dir danke, ja gern. Danke, ey. Aber ich brauche unbedingt noch mehr Autos, ey. Das hat ja, noch nicht alles, gereicht. Alles gut. Ich hol dir noch mehr. Tschüss. Oh, danke dir, Marc. Okay, perfekt, Leute. Perfekt. Stani ist zufrieden. Wir werden Geld verdienen. Wir müssen uns jetzt aber hier auf der Insel mal noch weiter umschauen, ob es hier vielleicht noch mehr zerstörte Autos gibt, die wir Stani vorbeibringen können. Wir holen uns jetzt mal noch schnell den Porsche da vorne und dann schauen wir uns hier mal wieder um. Oh, Leute, ich habe doch eine richtig gute Idee. Und zwar hier hinten ist doch dieser Garagenpark. Manchmal vergessen Leute da ihre Sachen abzuholen. Was denn hier passiert? Was ist denn da passiert, Leute? Oh mein Gott. Die ganze Garage hier ist ja zersprengt. Und hier sind eine zerstörte G-Klasse ist das sogar. Ey, das sieht so aus, als wäre die G-Klasse explodiert, Freunde. Oh mein Gott, aber ich glaube, das Auto hier kann man sehr, sehr gut reparieren. Wir gucken mal wieder hier mit unserem Schadensbericht. Hier können wir auch verschiedene Reifen wieder dran machen, auch Bentley-Reifen sogar. Oha, oha, Leute. Und Motorblöcke können wir natürlich auch hier reinsetzen. Müssen wir mal schauen, da können wir auch. Ja, da würde ich aber tatsächlich hier bei der G-Klasse einfach die originalen G-Klasse-Teile verwenden. Das heißt, ich schreibe mal wieder dem Wolfgang, was er mir besorgen soll, Leute. Und so, schön.
schön. Erstmal wieder die Teile besorgen. Ey, Wolle, was geht? Da, Max, was geht bei dir? So, hast du die Teile bestellt, die ich brauche? Ich hab da alles bestellt. Super. Der Motor, der Sitze. Ja, hier, nimm das Geld. Natürlich wie immer mit bisschen Trinkgeld on top. Was soll der Geiz? Hier, die G-Klasse-Sitze, G-Klasse-Motor, die Reifen. Ey, willst du mich abscammen, Wolle, oder was? Tut mir leid, Max. Wie viel war das nochmal? Nochmal so eine Aktion hier. 3. Wisst ihr, ich hab die Reifen. Du bist ein Abzocker, hab ich das Gefühl hier. Ich bin kein Abzocker, du. Aha. Ich klau immer meine Autoteile bei Don Alpha. Ah, bei Don Alpha, Klaus, das finde ich gut. Ich hab nichts gesagt. So, mach hinne. Her mit dem Reifen. Teile, ja, beruhig dich mal. Mach mal langsam. Aha. Okay. Gut, Leute, das scheint alles zu sein. Danke. Wenn ich so lange gebraucht hab, gib bitte noch was dazu. Aber warte mal, Max. Wolle, weißt du was? Ich hab das Gefühl, ich könnte noch ein paar mehr Sachen gebrauchen. Hast du direkt noch ein paar mehr Ersatzteile da? Für welches Modell? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich gebe einfach mal ein bisschen was mit. Was hast du noch hier? Ich habe so ein Bentley vorhin ausgeschlachtet, weißt du? Ein Bentley hat der ausgeschlachtet? Ja. Bentley nehme ich auch mal mit. Ich glaube, Leute, wir nehmen mal alles an Fahrzeugteilen mit. Dann können wir nämlich noch mehr kaputte Autos reparieren. Immer her mit dem Zeug. Immer her damit. So, Bentley. Ich hab so ein Millionär, so einen Unfall gebaut und ich habe das Auto ausgeschlachtet. Super. Weißt du was? Hier, guck mal, ich gebe dir hier mal 30 Netherite-Bachen. Oh, warte, das sind Burger. Die kannst du natürlich auch haben. Hier die Netherite-Bachen. So, zack, das muss reichen, oder? Ich danke dir, das ist perfekt. Super, perfekt. Leute, jetzt haben wir direkt mal noch ein paar Ersatzteile mitgenommen. Ich hoffe natürlich, dass auch die Bentley-Sachen kompatibel sind. Aber ich sag euch, wie es ist. Ich denke, irgendwie finden wir dafür schon Verwendung. Ey, dieses Geschäft hier mit diesen zerstörten Autos, das ist ja übelst lukrativ. Ich meine, wir haben 15 Netherite-Bachen reingesteckt und die werden für 50 später verkauft. Das lohnt sich ja übertrieben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die G-Klasse. Warte mal, wo waren die nochmal? Genau, hier hinten bei diesem... Garagenpark, Leute. Die müssen wir jetzt erstmal auf Vordermann bringen. Zack, aussteigen. Okay, dann hier Schadensbericht, Leute. Oh Gott, guck mal, alles, was blau leuchtet, ist beschädigt hier. Das müssen wir jetzt erstmal alles reparieren. So, dann zack, ran mit dem Reifen. Ich finde hier bei einer G-Klasse, finde ich, passt jetzt auch nichts anderes als die G-Klasse-Reifen. Das wird ja sonst kleinere Reifen, wird ja Schmalspur aussehen, Leute. So, dann kommt hier natürlich auch ein G-Klasse-Motorblock rein. So, und natürlich einmal die Motorhaube wieder zumachen. Perfekt. Kofferraum machen wir auch mal zu, Leute. Wenn die Klappe hier zugeht, genau, perfekt. Dann fehlen hier noch ein paar Sitze, Freunde. Genau, da brauchen wir hier die G-Klasse-Sitze. Und zack, rein damit. Und rein damit. Und ich glaube, der Wagen ist jetzt langsam schon wieder fahrtauglich. Ich muss nur ehrlich sagen, ich finde die Farbe, dieses Gelb, gefällt mir jetzt hier nicht so. Das sieht so quietschbunt aus. Die G-Klasse muss schon ein bisschen was hermachen. So, was haben wir denn da Schönes? Yellow, White, Rot, ja, Grün, Schwarz, Blau. Boah, oder so eine einfach eine komplett schwarze G-Klasse, Leute. Das sieht doch böse aus. Komm, so, schwarz lackiert. Ich bin mal gespannt, was Stani mir jetzt dafür anbietet, Leute. So, einmal einsteigen und dann müssen wir das Ding hier erstmal aus dem Loch hier rausfahren und boah, perfekt, schön. Raus damit, Leute. Boah, ich muss sagen, die G-Klasse fährt sich auch wirklich extrem gut. So, Stadi, rauskommen. Boah, Bro. Oh mein Gott. G-Klasse läuft immer richtig babamäßig, Maxi. Sagte ehrlich, ja. Ey, voll das geile Auto. Auch so, so eine Lackierung schwarz, glaube ich, kommt immer gut an. Ja, läuft. Sehr originale Reifen, alles original. Ich habe Dubai verkauft, das Auto, sag ich dir. Oha, was denkst du, was du dafür kriegst? Ja, ich denke 45, 40 waren so im Dreh. Boah, ey, Leute, das lohnt sich ja auch voll. Man verdreifacht einfach gefühlt das Geld. Beziehungsweise ja, auf jeden Fall verdoppelt, weil Stadi kriegt ja auch noch seinen Anteil. Ich würde dir den direkt abkaufen auch. Ach, den würdest direkt abkaufen. Hier, so, ich drop dir mal hier meine... Was ist eigentlich aus dem Audi RS3 geworden? Den sehe ich ja gar nicht mehr. Ist der schon verkauft hier oder was? Bro, bei mir läuft, Max. Guck mal hier im Kofferraum, das ist deine Bezahlung. Alter, 64 Netherite-Bachen! Oha, Leute, das ist ja für viel mehr, als wir reingesteckt Autos, haben. Mal, versteht sich, oder? Ja, für beide. Oh, Leute, voll gut. Ey, Max, du rettest mir den Laden, Junge, easy, Alter. Gerne doch, ich gerne. Ich muss direkt nach Dubai. Jo. Okay, Leute, ey, richtig gut, dass es bei Stani jetzt wieder läuft. Wir haben echt seinen Laden gerettet. Aber wir gucken mal hier noch, ob wir vielleicht nicht noch einen Wagen irgendwo finden. Guck mal hier, der Döner-Imbiss. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich fast jede Ecke hier auf der Insel abgesucht, Leute. Vielleicht hier hinten irgendwo finden wir noch was. Warte mal, was ist das denn? Was ist das denn da oben? Das ist ja voll zugewachsen, aber das sieht irgendwie nach einem Auto aus. Ist da auch noch so ein zugewuchertes Auto oder was? Alter, was ist das denn? Das ist ja richtig verwahrlost. Voll verlassen hier das Auto. Das ist ein Bentley, Leute. Oh Gott, der wurde aber sehr, sehr lange nicht mehr bewegt. Hier müssen wir erstmal das ganze Unkraut hier weghauen. Ach, du Heilige. Komm, wir gucken mal in den Kofferraum. Da liegt sogar noch ein bisschen Geld im Kofferraum. Hat wohl der Besitzer vergessen. Ja, der gehört jetzt uns, Leute. Dann gucken wir uns mal wieder den Schadensbericht an. Also auch hier 3 Reifen fehlen. Und
und ein Sitz fehlt, wenn ich das hier richtig erkenne, Leute. Aber da finden wir doch eine Lösung direkt dafür. Zack, erstmal die Reifen hier wieder dran setzen. Oh, der Motor. Motorblock fehlt natürlich auch. Bentley-Motor wird hier reingesetzt. Okay, und ansonsten glaube ich, viel mehr hat der Wagen, ehrlich. Ah, nee, warte, hier fehlt noch ein Sitz hier vorne. Muss natürlich auch reinbauen. Niemand will ein Auto. Ah, nee, warte, der Sitz ist schon da. Ach nee, der Fahrersitz fehlt. Guck mal. Hier, der Sitz fehlt. Perfekt, Leute. So, machen wir noch die Motorhaube hier zu. Bam. Und dann ist der Wagen, glaube ich, echt gleich schon wieder richtig gut fahrtüchtig. Ich finde die Farbe hier noch ein bisschen lang, obwohl schwarz sieht auch echt gut aus. Aber wer weiß, vielleicht finden wir noch was anderes, cooleres. So, einmal hier die Farbe auswählen. Das Blau sieht auch sehr elegant aus. Boah, den Lila, finde ich, sieht ja auch cool aus. Oder weiß. Ganz, wisst ihr was, wie man den klassisch weiß? Guck mal, das sieht edel aus mit dem weißen Interieur hier. Einfach mal so ein Bentley Flying Spur, Leute. Ey, dafür kriegen wir bestimmt auch noch richtig, richtig viel. So, den fahren wir jetzt auch mal noch zu Stani. Da bin ich mal gespannt, was er dazu sagen wird. So, zack und geparkt, Junge. Stani, wo bist du? Yo, Max, Max, hier. Ach, dein... Junge! Yo! Die G-Klasse geht direkt weg, Alter. Boah, das freut mich. Guck mal, ich habe hier noch einen Bentley gefunden. Nein, du glaubst nicht, wer mich gerade angerufen hat. Wer denn? Ey, Max, ich kann mein Autohaus jetzt upgraden. Wie? Der Präsident hat mich angerufen und der braucht eine Limousine. Alter, das ist ja perfekt, so ein Bentley. Junge, das Ding ist übelst krass, Alter. Ja, richtig gut. Ey, Max, wo hast du diese ganzen Autos her? Das ist ja übelst heftig. Leute, sollen wir dem sagen, woher wir die Autos haben? Ich habe gute Kontakte. Gute Kontakte. Ey, das ist zu heftig, Max. Ich zahle dir direkt. Warte mal, ich pack dir das wieder in den Kofferraum rein, Bro. Aha. Ich würde dir dafür, das kann ich dir dafür geben. Hier, zack, das. Okay. Und, Weißt du was, Stani, passt. Kannst du so behalten. Wirklich? Ja, weißt du was, passt. Hat sich für mich gelohnt. Max, du bist ein richtiger Freund. Natürlich, Stani, helfe ich dir. Dank dir. Mach's gut, ja? Ciao. Ey, danke dir, Max. Oh mein Gott, Leute. Ey, wie nice. Wir haben einfach zerstörte Autos repariert, haben dabei noch Stani geholfen und selbst richtig viel Geld gemacht, Freunde. Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da. Da würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.